Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play vom Landwirtschaftssimulator 2015. Das letzte Video war das 100 Abonnenten Special und wir arbeiten auf die 200 Abonnenten hin. Mit dabei ist der Showtag. Hallo. Der Hidan. Hallo. Der Kater. Hallo. Und war da gerade Miau? Hallo. ich hab im Hintergrund so Miau gehört. Und der Trix ist auch da. Hallo. So, habe ich jemanden vergessen? Nein, ich habe keinen vergessen. Sehr schön. Und wir haben aktuell auf unserem Server hier ein paar Probleme mit den Bäumen. Beziehungsweise die Bäume haben Probleme mit uns, denn sie bleiben einfach auf dem Boden liegen und sind festgebackt. Wir haben auch schon versucht, das alles über, oder beziehungsweise Showtag hat versucht, über sein lokales Singleplayer-Game zu richten. Aber wir kriegen im Multiplayer eigentlich einfach keine Bäume mehr gegriffen. Dementsprechend machen wir jetzt nur Sachen, die funktionieren. Das heißt, eigentlich können wir auch gar nicht viel machen, ne? Sondern, Showtag, wir zettern jetzt gerade hier das Gras zu Heu. Das machen wir. Richtig, genau. Was machen wir noch? Heuballen machen wir, ja. Ja. Und also, das Silo auffüllen in der BGA. Entschuldigung. Die BGA ist ja hier bei Feld 41, ne? Ja. Yep. Siehst du, habe ich doch richtig geraten. Und wo wir gerade das Thema Heuballen haben, wir haben ja beim 100 Abonnenten-Special haben wir gesagt, pass auf, wir machen beim 200 Abonnenten-Special, verlosen wir den Landwirtschaftssimulator 2015 oder alternativ, wenn das schon vorhanden ist, verlosen wir das erste DLC an demjenigen, der den besten Vorschlag macht. Und wir hatten eine Idee schon, die finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Und zwar haben die gesagt, hat der User gesagt, mach doch beim 200 Abonnenten-Special, baut ein Fußballfeld. Und spielt mit den Heuballen oder mit Strohballen oder generell mit Ballen Fußball. So wie bei so wie bei hier TV Total, Autoball. Diese Autoball-Challenge, ja. Finde ich von der Idee ja gar nicht so verkehrt. Muss man mal gucken. Also für mich ist es schon also ist einer mit der Top-Favoriten für mich. Da geht aber auch noch mehr. Einer hat auch die Idee, dass wir so ein Rollenspiel machen. Ich fahre jetzt einfach mal los hier schon mal. Warte mal, bleib da. Also nicht du. Achso, doch, bleib da. Was? Gott, ich verwechsel die Namen bitte. Einer der Idee, dass wir ein Fußballspiel vielleicht auch noch, nicht ein Fußballspiel, sondern ein Rollenspiel machen. Also im Prinzip ein richtiges Drehbuch machen und irgendwelche, so einen kleinen Film drehen. Fand ich von der Idee her auch gar nicht so verkehrt. Mal gucken. Also, liebe Abonnenten, wenn ihr noch Ideen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Wir führen das Ganze zusammen und dann gucken wir einfach mal. So, und jetzt machen wir heute machen wir die Silage, ne? Und Heu. Und nee, doch, wir machen doch Heu machen wir. Ne, dreimal ganz schnell getrocknetes Gras. Wer kann das? Na? Heu. Ja, richtig. Ja, das ist auch und wie klingt ein Pirat, der das macht? Au, oder was? Nee, au. Also, kann ich jetzt Tricks kann ich jetzt losfahren? Nee, Moment. Was machst denn du? Wo? Ich glaube, er meinte nicht dich, er verwechselt schon wieder den Namen. Ich sitze in dem Truck mit dem Kipper, ne? Also, dann kann ich losfahren, okay. Ich wollte schon gerade. Moment. Ach so, ja, stimmt. Ja. So wie das letzte Mal schon. Ups. Ja. Also, wie gesagt, das 100 Abonnenten-Special fand ich sehr großartig. Schade, dass das Trix nicht dabei war. Das wäre, glaube ich, sehr unheilsam. Er war im Geiste bei uns. Ja, ja, im Herzen und im Geiste. Ne. Ja, hat wieder mit Abwesenheit geglänzt. Ja. Ja, das Ehrenamtliche ruft zurzeit zu viel. Wieso? Sterben bei euch so viele Leute? Nee, ich bin momentan Bereitschaftsleiter. Du bist mit 16 bist du schon Bereitschaftsleiter? Bin 18, aber naja. Das ist aber nicht schlecht. Ja, ich bin der Jüngste im Landkreis. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Steile Karriere, ey. Dann kriegst du ja bestimmt bald diese goldene Anstecknadel. Ich habe sogar schon so eine Anstecknadel bekommen für Fluthelfer. Ach, als was? Wir damals in Deckendorf waren, ja. Ach Gott, ja. Das war ja, als die Elbe über die Ufer trat, ne? War es die Elbe? Oder war es die Donau? Oder? Naja, einigen wir uns auf dem Fluss. Irgendwie so war es. Irgendwo in der Elbe. Ja, mein. Danke, Kater. Ja, so war das. Ja. Hier steht irgendwer mit unserem LKW im Weg. So, einmal rübergefahren hier mit seinem Traktor, aber egal. LKW. Ist dasselbe. Ja. Also, ist ja ein Lastkraftwagen, ne?
Oh. Naja. So, aber wir zetteln jetzt hier. Was machen wir jetzt gleich? Jetzt muss es gleich geschwadert werden, das Heu, ne? Ja, aber ich mach hier Anhalbs. Oh, wartet hier schon. Es leckt gerade ein bisschen, oder hat gerade kurz geleckt. Ja, also ich bin gespannt. Ich habe auch, meine Idee ist jetzt, dass wir bei den Abonnenten-Specials immer bei der doppelten Anzahl machen. Das heißt also, wir haben jetzt 100, das nächste ist bei 200, das nächste ist dann bei 400. Dann machen wir da auch noch, dann machen wir dazwischen nochmal ein 500-Abonnenten-Special, weil 500 ist ja die Hälfte von 1000. Das ohne Rechner. Das ohne Rechner? Nee, wir sagten, dass ich hier keinen Taschenrechner neben mir habe. Aber mit einem Haufen Optimismus. Ja. Also beim das stimmt. 200er verspreche ich, dass ich dabei bin. Ja? Ja. Das ist gut, das machen wir wahrscheinlich schon morgen, wenn es weiter so geht. Okay, dann glaubst du es doch nicht. Nee, aber ich versuche dabei zu sein. Ja, das ist doch gut. Nein, kriegen wir nicht. Ich sag dir rechtzeitig Bescheid dann. Ja, vielleicht schon mal 14 Tage vorher, damit ich meinen Terminkalender eintragen kann. Dann stell dir mal vor, dass er dir vor 12 Tagen Bescheid gesagt hat. Richtig. Okay. Erinnerst du dich nicht mehr? Als das letzte Mal alles 13 gespielt haben, da habe ich dir doch gesagt, ne? Hier, in 14 Tagen machen wir das. Bist doch. Drei ja, Tage bevor du das erste Mal auf unseren Server warst. Ja. Hat er dir Bescheid schon gegeben. Ja, Post. Ja. Verpeilt. Entschuldigung. Kein Problem. Kannst du halt jetzt einfach sagen können, der Brief ist nicht angekommen oder so. Ich bin schon ehrlich, also. Wo ist es ja nicht. Ja, du bist ja auch ehrenamtlich unterwegs, deswegen, da muss man auch, ehrlich sein, ne? Ja, selbst hier bin ich ehrenamtlich unterwegs. Das stimmt. Wird ja nicht bezahlt. Nee. Doch, du wirst sowieso nichts kriegen. Du bist mit Ruhm und Anerkennung erhältst du. Aber das auch nur in Maßen. Ja, richtig. Wenn überhaupt. Ja. Maßen? Der Hidan kann ein Lied davon singen, ne? Ja, ich warte heute noch auf meinen Truck. Ja, auf welchen denn? Auf alle. Auf alle. Ich bin froh, wenn ich überhaupt einen kriegen würde. Welchen Traktor kann ich nehmen zum Grubbern? Den Lamborghini oben. Den Lamborghini kannst du nehmen, der ist gut dafür. Der steht da in der Halle, oder? Müsste. Ja. Ja, das müssen wir immer auch mal machen. Dass wir mal ein kleines Special dazu drehen, welche Traktoren sich für welche Geräte am besten eignen. Die Großen eignen sich für alle, die Kleinen für gar nichts. Ja. Das war unser Special. Ja, stimmt. Oh, jetzt leckt es aber gerade ein bisschen. Fällt schon wieder einer Bäume hier? Naja, hier stehen noch ein paar Baumstimmen vorum auf der E40, Tom. Das mal so als Hinweis. Ja. Oh, was hier in der Nähe von dem Feld 41 auch steht, ist das mobile Nagelstudio, ne? Das hatten wir auch schon mal wieder. Dass wir mit dem Baum beschmissen haben. Genau. Auf 40, nicht wechsle schon auf der 40. Hatten wir da nicht auch ein Video gemacht, wie wir den riesen Baum da durch die Gegend geschleppt haben? Ja, das wird auch noch online gehen. Das geht dann schon gesucht. Das geht dann, das geht dann in das Kuriositätenkabinett rein. Nein, ich habe auch immer noch also was wir auch noch hochladen müssen, ist das Bug-Video oder der Dünger-Bug. Also mit der Düngermaschine. Da haben wir auch noch ein Video. Das muss auch noch online gestellt werden. Das Katapult kann ich auch noch mal demnächst zeigen. Oh ja, stimmt, das Katapult. Das können wir dann zusammen mit dem Düngersteuer als online. Das wäre doch super, ja. Wer sitzt denn da in dem Traktor drin? Showtech. Da kannst du irgendwo anfangen. Genau. Fang da gar nicht an, ich hab da noch was zu tun. Achso, ich dachte, du wolltest hier schon schwadern. Nee. Achso. Ja, und wir machen jetzt die Heuballen, machen wir für die Silage oder machen wir es für die Tierzucht? Also für unsere. Futtermischung. Haben wir schon Tiere? Eigentlich? Ja, ja, Schafe und Hühner. Schafe. Ach, 1000 Hühner, die müssen gefüttert werden. Das ist nicht schlecht, ne? Wie viel bringen 1000 Eier? Haben wir das schon mal ausgerechnet? Ungefähr mal 10 muss sein. Also 1000 Eier, das waren ungefähr mehr als 10.000. Mehr als 10.000, das ist nicht schlecht. Ich hatte vorhin nämlich 1000 Eier durch Zufall. Wie hast du das denn gemacht? Einfach. Ich habe nur 2 Eier. Gepflanzt und beim Wachsen einfach auf Spulen und dort geblieben. Ach so. Okay. Wie beklatscht und hergerannt. Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich habe nur 2 Eier. Na, ne? Ah, piep. Ja, Physio Flachwitz. Oh, ey, das Mobil. Ja. Nee, diesen Riesen. Ich glaube, wir haben den Server auch kaputt gemacht, es war auf dem Singleplayer noch, ne? Beziehungsweise auf unserem selbst erstellten, als wir das mobile Nagelstudio mit dem Baum beworfen haben. Das war noch auf dem alten Server. Ja, hast recht. Das wäre auf dem Server hier gewesen. Das hätte einiges erklärt.
Aber wer hat hier eigentlich das Gras gemäht, ey? Das ganze Heu, was ich hier mache, das ist ja... Der Kater. Da fehlt ja die Hälfte. Ja. Sieht zumindest so aus. Nee, da war vorher die Zeit eingestellt und wer gemäht hat, da war... Ah, okay. Ja. Deswegen sind einige Flächen schon wieder reif zum Absehen. Ach nee. Abmähen. Habe ich Absehen gesagt? Yep. Ja. Ja, ich habe schon wieder zu viel Absinth getrunken. So, jetzt guck ich mal, wo ich hier vorne kann ich auch noch. Jetzt zetter ich noch ein bisschen die Straße mit. Oh, ich nehme schon wieder Begrenzungspfosten mit. Upsala. Nein, nicht zuklappen. So. Jetzt müssen wir hier das Zeit nochmal anschalten, hier das Ganze, die ganze Kiste. So. Das ist auch witzig, auf der Straße landen jetzt Heufladen. Jo. Jo, kann man machen. Also die Straße hat anscheinend auch ein bisschen Gras, was ich aufwirbel. Hat bestimmt auch Hunger. Ja. Hat schon ein bisschen rumgeschmissen werden, wenn man daneben gleich mäht. Ja? Das ist möglich. Ja, das stimmt. Würde ich jetzt nicht als Bug bezeichnen. Naja, also... Wir zählen ja wirklich nur die krassen Bugs auf, ne? Aber selbst wenn wir nur die krassen Bugs aufzählen würden, wären wir ja morgen früh noch beschäftigt. Aber so. Trotzdem tun wir uns das an hier. Ja, ich, weil es auch einfach keine Alternativen gibt, ne? Ich kannte da mal ein sehr gutes Spiel, das nennt sich LS13. Ja, aber das spielen wir ja nicht mehr. Okay, die Grafik war nicht ganz so gut, aber... Naja, ich meine, überleg mal. Es war nicht schlecht, es war gut. Ich meine, wenn du in der DDR lebst, ne? Also früher. Ja. So, und du das Angebot bekommst, in die UdSSR zu ziehen, ne? Dann sagst du doch auch, okay, ich gehe in die UdSSR. Okay. Also in die... Ja, Schnee. Aber ne? Wechselst du gerade irgendwie die Länder, kann das sein? Nein, ich meine jetzt die Russische Föderation. Also, wenn ich in der DDR das Angebot gekriegt hätte, zu den Russen zu ziehen, hätte ich nee gesagt. Was soll ich denn dort? Wie fahren? Wir haben die Russen nicht geliebt. okay, dann sagen wir, wenn du in der DDR lebst und das Angebot bekommst, in Kuba zu leben und zu wohnen. Dasselbe, nur ohne Schnee. Weiß ich auch nicht. Also, ich glaub's nicht. Flo, ich bin bodenständiger irgendwie. Ich mach Heu. Nee, nicht mehr. Da nicht? Nein. Ach so. Aber hier? Nein. Da auch nicht. Was machen wir denn mit dem Zeug? Ja, das mehr brauche ich nicht. Ach so. Du kannst das andere Gras schon mal aufsammeln, das Busche zusammen gemacht habe. Ja, mach ich. Jetzt muss mir doch einer sagen. Ja, frag halt einfach. Habt ihr, ach so. Ja, ich dachte, wenn das schon so rundherum alles fertig ist, dann mach ich hier mit dem Bergmann, ne? Mit dem Sammelwagen von Bergmann, ja, ne? Ja. Gut. Und dann in das erste Silo rein. In das erste, vorne links da, ne? Da wo schon was drin ist, ja. Okay. Also Kater, das heißt, Kater, du bist in der DDR groß geworden, aufgewachsen, hast da gelebt, oder? Ich bin ein Ossi. Ah. Ich bin ein eingefleischter Ossi. Ach stimmt, du bist gekommen aus Sachsen, genau, ja. Ja, ja, ich habe früher in Leipzig gelebt. Ah, okay. Ja, gut, okay, dann ist natürlich, und du bist jemand, der sagt, die DDR war nicht so schön. Oder war... Man hat ruhiger gelebt, man war sicherer. Natürlich, man konnte nirgends hinreisen, man konnte nichts kaufen, aber ich muss sagen, ich habe 640 Mark verdient und ich bin damit ausgekommen. Ja. Natürlich war ich einen ganzen Monat unterwegs, um irgendwelche Ersatzteile für mein Hobby zu finden, klar, aber es war nicht alles schlecht. Okay. Man hatte ein sichereres Gefühl, was einen Arbeitsplatz betraf und allgemein soziale Absicherung und so und solche Sachen. Und die das bisschen Miete, was wir gezahlt haben, 80 Euro für eine Riesenwohnung, hallo, 80 Mark. Ja, das ist, das ist natürlich, das ist natürlich günstig. Warte mal ganz kurz, Showtech? Ja. Ich soll Gras sammeln, ne? Nicht das Heu, ne? Richtig. Gut. Ja, ich meine, klar, man sagt ja immer so scherzhaft, also ich als Wessi, jetzt habe ich den Pickup nicht gesenkt. Ich als Wessi sage natürlich dann immer, auch wenn ich die DDR nicht kenne und nie dort war, man hat, also ich habe mein alter Geselle, mein Lehrer, der kam auch aus dem Osten und der hat gesagt, naja, bei uns war es halt so, wir waren auf dem Bau und dort war es halt so, drei Leute haben gearbeitet
und 5 standen rum. Ja, die saß meistens an der Bierkiste, zum Stehen weniger. Hey, das war wirklich so. Also, wenn du das beobachtet hast, auf dem Bau war es wirklich schlimm. Okay. Ja, da brauchte sich keiner einen Kopf zu machen, dass er rausgeschmissen wurde oder sowas. Da ging es maximal vor der Konfliktkommission oder hier, da gab es mal du und da war es wieder gut. Ja. Das ist davon kann ich auch viele Storys erzählen, was ich auf Arbeit schon gehört habe. Ja. Da festet ihr am Kopf. Du kennst doch riesen Tagebaumaschinen, ja? Ja. Und der eine Bagger hing mal irgendwie die ganze Zeit nur links, hat die ganze Zeit nur links die Bagger und hat sich nicht weiter bewegt. Ja. Der Chef geht hoch und was war, da hängt, da knietet der Arbeiter zwischen den Schaltpult, weil er so besoffen war und nicht mehr stehen konnte. Also, die Storys hörst du da. Die sind auf Arbeit gegangen, haben erstmal den Bulle Ruß hinterm Sitz vorgenommen, dann haben erstmal genau im Esel losgehen. Hab ich auch live miterlebt. Ich war mal eine Weile auf beim Baukombinat angestellt, aber als PKW-Fahrer. Ein bisschen der Bonzen durch die Gegend gekutscht. Hm. Aber was du da gesehen hast, das war schon interessant, der Weise. Da hat man sich gewundert, dass überhaupt was wurde. Ja, aber es gab ja immerhin Bauten, die auch vorangekommen sind. Ne? Also es wurde ja alles fertiggestellt. Es war halt dann einfach nur dieser klassische grau in grau Plattenbau. Also es ist ja nicht. Ne? Das ist ja nicht mal verkehrt. Also ich hatte da überhaupt keine Vorurteile. Also das um Gottes, also das keinesfalls. Ja. Ne? Es gab schon Wohnzimmerwände, die sind rausgefallen. Nach außen. Die sitzen drinnen, die Leute, auf einmal knirschen, ist der Wand weg. Da haben sie es bloß verspachtelt gehabt im Prinzip und haben vergessen, die Bewährungsstätte zusammenzuschweißen. Gut, gab's alles. Ja. Wie was? Was habe ich gehört, oder? Hidan? Ja, das passiert halt. Ja, passiert. Ja. Kommt das, vor. Ja, das kann hier auch in Deutschland auch jeden Tag überall auch noch passieren. Also. Ja. Hier tun sie was unterbrütteln und da fallen ganze Büchereien in sich zusammen. Also, das ist eine andere Sache. Ja? Stimmt, Köln, ne? Ja. Ja. Die machen wieder andere Fehler. Ja, das ist halt das Problem, wenn alles immer günstig und billig gebaut werden soll. Ja, und ich will nicht wissen, was alles vertuscht wird im Endeffekt. Ach, da wurde. Ich meine, überleg mal die Elbphilharmonie, ne? Allein das ist ja schon, hier in Hamburg, das ist ja schon Skandal genug, dass die, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt gebaut wird oder noch gebaut werden soll. Weißt du, da gibt es ja eine Ausschreibung, ne? Dann sagt das Unternehmen, ja klar, wir machen das für 500 Millionen, machen wir das, ne? Dann sagt natürlich die Stadt, ja geil, dann machen die das, ne? Und dann kommen die. Und dann kostet 100 Millionen. Ja, genau. Weißt du, da ist doppelt oder so. Das ist mit allem so, ob das nicht dieser scheiß City-Tunnel in Leipzig ist oder egal, was die ausschreiben, das kostet alles dann das Doppelte und Dreifache. Ja, ja. Weil die bescheißen sich doch selber. Natürlich. Aber erst mal anfangen, denn hinterher, wir müssen ja fertig werden, also müssen sie zahlen. Also ist egal, was wir erstmal für einen Preis ansetzen. Ja, das stimmt. Naja, ist schon, naja. Fällt einem manchmal auch nichts mehr zu ein, unbedingt. Nee. Na, also. Wir müssen überall sparen. Wir sparen uns alle tot. Ja, das sowieso. Vielleicht sollten wir mal in Gold investieren oder so. Aber nicht bei bestimmten Firmen, also. Sollte man sich dann genau raussuchen. Ja, ich geh zu der Bank meines Vertrauens oder so, oder? Ja. Ne? User joined your channel. Hallo, John. Hallo, John. John Boy. Gute Nacht, John Boy. Ach so. Oh, kann auch keinen Spaß haben, ne? Ja. John, der ist noch fertig, der kommt von Arbeit. Ach so. Ach hä? So. Was ist das? Flo? Ja? Schau mal zu mir bitte, ja? Ob nur das bei mir so ist oder ob das bei jedem so ist. Wieso kann ich jetzt hier gerade das Heu einsammeln? Du sollst kein Heu einsammeln. Nee, ich hab die ganze Zeit Gras gesammelt. Wieso habe ich denn jetzt Heu drin bei mir? Schau mal auf den Quader. Ja? Ob sich der richtig dreht bei dir. Müsste sich eigentlich im Uhrzeigersinn dreht er sich, ja. Ein Uhrzeiger ist aber falsch. Der soll sich ja gegen den Uhrzeiger drehen. Die drehen sich im Uhrzeigersinn alle. Die rechts drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Ja, die rechts sind gegen den Uhrzeigersinn. Und die hier links sind im Uhrzeigersinn. Das ist richtig. Das ist richtig, ja, aber bei mir ist es andersrum. Ach so. Bei mir ist hier auf der rechten Seite, hier wo ich jetzt stehe, siehst du mich, ja, ne? Ja. Hier drehen sie sich gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, die Heuschwaden werden nach rechts gezogen und dann in die Mitte reingeworfen.
Und auf der linken Seite werden sie von links reingezogen und dann nach außen weg. Wenn es andersrum war, andersrum würde es nicht funktionieren. Nee, das ist schon richtig so rum so. Der eine dreht sich nach links, der andere nach rechts. Das ist richtig. Und bei dir ist es genau verkehrt rum? Ja, wenn ihr bestimmte Höhe habt, dann ist es verkehrt rum. Ach so. Aber weißt du, was mich gerade wundert? Ich habe doch jetzt hier Gras drin, ne? Ja. So. Ist das Symbol für Gras, erscheint hier unten auch. So, wenn ich jetzt losfahre. Moment. Guck mal, ich kann hier rüberfahren. Ach ne, geht's jetzt? Nee. Da war es wahrscheinlich gerade eine Fläche von Gras, die ich gerade aufgesammelt habe, die unter dem Heu lag. Kann möglich sein, ja. Ja, das wird wahrscheinlich das gewesen sein. Okay, ich hätte mich nur gerade gewundert, warum ich das auf einmal. Ich dachte, das wäre auch schon wieder ein Bug, aber. Ist dann wohl doch nicht so. So, das heißt, ich lade das Gras jetzt hier in dem ersten Silo ab, aber das ist jetzt ganz links, das, ne? Ja. Also, wo noch nichts drin ist. Doch? Ah, nee, so. Ganz rechts, da wo schon was drin ist. Siehst du? Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, das ist das erste. Sehr gut. Bots sind immer noch die gleichen, oder? Ja. Haben wir nicht welche deaktiviert? Ja, die drei, was wir runter. Aber das interessiert doch nicht. Die sind doch nicht aktiv bei ihnen. Ach so. Also du brauchst die Mods eh nicht draus machen, die bleiben. Super, jetzt kann ich hier gar nicht hochfahren hier. Na, ich muss ein bisschen Anlauf nehmen hier. Aha. Ja. Was Achtung, haben wir jetzt? Ich komme. Ne, erscheinen reicht. Ne, ich hänge hier fest. Muss ich rückwärts ranfahren. Ja, du machst bleib das stehen. Schon. Chronisiert eh. Chronisiert eh gleich. Ja, dann warten wir mal ganz kurz auf dich. Also du kriegst heute wieder sag mal's. Was für ein Ding? Filmmaterial kriegst du wieder. Sehr schön. Jetzt schalte ich aber noch mehr ab. So, John ist auf dem Server jetzt auch gerade. Ja. So, auskippen, Kuh. Joja kommt. Heck geht's ja richtig zu. Wo ist Joja? User joined your channel. Ah. Da ist er. Moin. Hallo Joja. Moin. Servus. Grüß euch. Jetzt synchronisiert wieder da. Jetzt mach ich's ja. ich hab's. Das ist sehr gut, dass du es hast. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das online bringen sollten. Guck mal. So, ich hab das Gras jetzt abgeladen hier. Jetzt verdichten wir dann das Ganze. Dann hören wir nie wieder. Nee. Doch, ah. Dann, wenn er mit Silber anfängt. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur. User dich. In your channel timed out. Ja, siehst du, da gehen schon die ersten, ey. Wer ist denn jetzt gerade rausgegangen? Der Tricks. Ach, der Tricks. Er macht Hölle auf Medlex. Ja. Stimmt, aber das Witzige ist, wenn wir Aufnahmen machen, dann ist Medlex, der fliegt ja nie vom Server. Hm. Der ist noch in keiner einzigen Aufnahme, glaube ich, vom Server geflogen. Jetzt hat Prioritäten. Ja, das kann gut sein, ja. Haben wir noch was zu mähen? Nee. So, das heißt jetzt also, wir haben jetzt unser Silo hier gefüllt. Und, ja, das Silo muss 100% sein. Ja, klar. Das ist zurück. Da. Ich bin jetzt immer nur mal, um unseren Abonnenten das auch zu zeigen und den Zuschauern zu zeigen, wie man das verdichtet. Man fährt nämlich einfach nur wie bekloppt da einfach drüber. Und versucht da am Ende nicht runterzufallen. Einem möglichst schweren Fahrzeug. Ja, ich habe hier einen Träger. Naja, ich meine, ein Hurlimann ist auch ein Träger, der wird aber nicht viel bringen. Dort. Das stimmt. Oh, Joja kommt zur Hilfe. Oh, ich glaube, warte mal ganz kurz. Tricks hat mir gerade geschrieben. Ah, sorry, mein PC hat es gerade zerschossen, einfach ausgegangen. Oh. Ja. Ich habe jetzt geschrieben, dass es natürlich kein Problem ist. Er ist jetzt zwar rausgeflogen aus dem Agrarflex, aber sonst. Endlich ja. Das Füllen noch wieder. Das Füllen geht. Gesehen. Was füllst du denn? Dies ist doch Skillefass. Achso, das Skillefass hast du gefüllt. Ach, sein Rechner geht nicht mehr an. Warum spacken das jetzt so rum? Ich kann doch so dein Auto waschen, wenn du näher rankommst. Wie was? Hört man das, warte. Warte mal. So? Mach mal das Skillefass an, bitte. Suche ich gerade. Irgendwie reagiert es gerade nicht. Wie du hast mich überfahren. Niemand. Kannst du das Güllefass nicht anmachen? Ah! Pfui!
Ja, das ist auf, der ganze Trecker. Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Wird der Trecker dadurch schmutzig, wenn man das... Habe ich den höchsten Verschmutzungsgrad schon erreicht? Nee, habe ich noch nicht, ne? Nee. Ja, ist noch nicht. Man sieht das Blaue noch. Ja. Mach mal jetzt die Güllekanone an hier. Nee, passiert nichts. Interessiert den Trecker nicht, ob da Gülle... Auch Innensicht. Warte. Ja, das sieht gut aus, ey. Das geht ja auch schön durch, die ganze Gülle, ey. Ja, super, ey. In diesem Sinne, das war sogar schon die erste Folge, die wir jetzt gedreht haben. Also, ich meine, Showtrek sendet ja noch weiter mit seinem Livestream, den man auch auf Twitch nochmal verfolgen kann. Den Link posten wir nochmal dazu. Und wir werden auch demnächst nochmal das ankündigen, wenn wir so einen Livestream machen. Was machen wir in der nächsten Folge, Showtrek? Scheiße, wie immer. Scheiße, ja. Keine Ahnung. Wir machen aus Scheiße, machen wir Gold. Ja. Hat keiner verstanden. Ey, wer fällt denn mein Trecker weg, ey? So, ja, in der nächsten Folge machen wir, kümmern wir uns mal ein bisschen um... Wir gucken mal, was der Hida in der nächsten Folge mit seinem Güllefass so alles vorhat. Ja, so. Kann jemand noch Pferde zettern? Verbrechen bekämpfen. Genau, in der nächsten Folge sehen wir, wie Hida mit seinem Güllefass Verbrechen bekämpft. Sehr schön. Also, wenn euch das Video gefällt, dann liked es, kommentiert es, abonniert uns gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denkt dran, 200 Abonnenten-Special, schreibt es in die Kommentare rein, was wir beim 200 Abonnenten-Special machen sollen. Und mit etwas Glück könnt ihr dann den LS15 gewinnen. Und wenn ihr den LS15 schon habt, dann könnt ihr den ersten DLC gewinnen. Und wenn ihr den ersten DLC auch schon habt, wovon ich nicht ausgehe, dann könnt ihr eine Runde mit uns gewinnen. Ne? Also Trostpreis. Genau, den Trostpreis. Genau, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.